Schau mal an. Ich habe eine Gruppe gefunden, wo mir quasi der Lead hier Lead gegeben hat. Jetzt kann ich selber einen Timer schmeißen. Meine Pre-Inker ziehen, was ich sehr nice finde. Ah, schade, es ist. Also das Ding gerät nicht. Oh, warte mal, ich wollte Tempo nehmen. Obwohl, oder? Macht's Tempo Sinn? Ich bin gerade echt ein bisschen im Hin und Her überlegen. Wir müssen halt auf jeden Fall den Techniker gucken. Okay, den ersten Kick haben wir auf dem Techniker. Machen wir den zweiten. Okay, mit dem DK haben wir auf jeden Fall Bums dahinter. Ich bin überlegen, ob ich jetzt nochmal so einen mittelgroßen Ding mache. Oh, ganz schön lange jetzt, um den zu töten. Da haben wir anscheinend keinen Bums dahinter. Fuck, jetzt haben wir beide gekickt. Aber ich kann nochmal stunnen. Okay, ich habe gestunnt. Ich habe einen Knockback und das rentieren noch, theoretisch. Das rentiert den mal. Fuck, der charge durch die Lücke durch. Ich hasse dich. Oh, warum haben wir den jetzt geedit? Jetzt wird der halt hochgeboostert ohne Ende. Ja, den wollte ich jetzt nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt Stubi-Tor. Sollen wir lauter geboosterte der Hans Wursten? Na gut, das Booster, den geht dann langsam wieder runter. Ich soll nicht meine Inka gescheit durchnudeln. Halt er mich jetzt? Soll ich Gese benutzen? Okay. Da würde ich am liebsten halt schon weiterziehen, aber bei Bowstring ist das immer so eine Sache. Mach mal nicht den ersten Kick. Den ersten Kick macht nämlich immer irgendwer anders schon. Okay, da haben wir einen Stun drauf. Okay, ich mach den jetzt einfach. Okay, der DK hat Erik den zweiten gekickt. Ich weiß nicht, ich glaube, der wollte auch den ersten kicken. Aber Insta-Kicks. Jetzt habe ich halt noch ziemlich lange auf Inka. Na, jetzt habe ich für den Boss keine Inka. 60 Sekunden. Er schreibt Reset. Hey, warum will er resetten? Hey, was ist denn das jetzt hier für eine Taktik? Hä? Ja gut, dann kriegen wir den Buff, aber... Also, gut, der Ding hat gesagt, das sollen wir machen, ne? Der DK, der hat relativ hohen Score, scheint ein bisschen Ahnung zu haben, aber... Ja gut, du kriegst halt dann den Buff für den Boss, ne? Das ist ganz nice, aber... Wenn der Heiler mich dispeln würde, wäre es auch ganz nice. Alter, ich bin fast tot getickt, nur in dem Dotten, habt ihr das gesehen? Alter, wir haben ziemlich wenig Schaden auf dem hier. Pullt er den Boss jetzt? Ich,
weiß nicht, du delayst halt das HT dann übelst. Wisst ihr, was ich meine? Also, HT ist halt beim ersten Boss, ne? Ganz klar, wegen Bossbuff und so. Ja, weiß ich nicht, ob das worth ist, ehrlich gesagt. Vor allem den dann einzeln zu spielen, da hätte man den anderen eigentlich auch mit rausziehen können. Wir haben zwei DKs, sehe ich gerade. Na gut, der wurde schon gefrockt. Ich dachte mir, ich mach da mal mein Dings drauf. Jetzt macht er gleich sein Schild. Wir müssen ihn jetzt töten, bevor das Schild durchkast. Okay, perfekt. Ah, er zieht Instant Hero. Das ist natürlich schlecht. Ich hätte. Letztes Mal hier 20k DPS bei dem Bosskampf. Da haben die halt erst Hero gezogen, als der runtergekickt wurde und die beide nebeneinander standen. Da konnte ich halt viel mehr Schaden. Jetzt habe ich 12. Letztes Mal war ich bei, ich glaube, 24k in der Spitze. Ja, gut. Also das Hero fand ich jetzt nicht so gut. Da hätte man lieber noch einen, gewartet, bis er runterkommt. Und man halt beide durchgehend cleaven kann. Oh fuck, jetzt wäre ich fast in der Ding stehen geblieben. Das war genau unterm Boss. Da habe ich den Boss halt aus ihrem Ding rausgezogen. I don't know. Ich hab den halt immer ganz gern da vorne dran, dann kann man direkt beide cleaven. Wahrscheinlich wollten die jetzt, dass ich ihn bei ihrer Kuppel stehen lasse, ist das, was ich meine? Das war wahrscheinlich eher der Plan. Hat halt die Kuppel hingestellt. Ich zieh ihn halt instant von der Kuppel weg. Da müssen sie halt mitkommen, dass sie überhaupt Schaden verursachen können. Teilweise, wenn der Große da drauf steht, siehst du das halt echt schlecht. Also, er hat jetzt aber ein gutes Stück nur mehr Life, ne? Alter. Musste ich halt einmal wollen hier. Was macht er denn jetzt mehr? Nochmal 50%. Eigentlich spiele ich den einen unten immer noch mit. Wisst ihr, welchen ich meine. Aber. Das ist halt die Frage, ob ich hier nochmal Inka oder nicht. Wisst ihr was, ich Inka bei den beiden scheiß drauf. Dann habe ich es im Zug halt wahrscheinlich nur einmal. Aber am Ende ratzen die so einen Schaden raus, wenn die hochgesteckt sind. Das will ich jetzt nicht riskieren. Beziehungsweise nicht die stecken sich hoch, sondern die stecken mir halt einen Debuff hoch. Dass ich prozentual immer mehr Damage kriege. Ne? Und wenn die relativ lang leben, dann haut das irgendwann richtig, richtig Schaden raus. Mit der Inka kann ich mich halt ordentlich gegenheilen. Ein ordentliches Schild. Wäre natürlich für ein großes Pack jetzt sinniger gewesen, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber, ja. Jetzt kommen halt hier ein paar große Packs. Okay, das haben wir gleich schon mal desorientiert. Einmal kann ich dann noch knockbacken. Mach ich jetzt aber noch nicht. Jetzt laufe ich erstmal einmal raus. Fuck it.
Fuck, da war es Feuer. Hab's nicht gesehen, weil dieser... Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber da wird dieser Dreadlord mitgenommen und das komplette Bild ist weiß von diesem Kack-Dreadlord-Teil in diesem engen Zug. Und dann Firebreath, der, ich hab's nicht gesehen, ich sag's euch. Der eine schreibt schon, ha, das ist der Camera-Game. Ja, definitiv. Das ist halt einfach nur behindert hier. Schon Angst, dass sie mich aus dem Zug rauskicken, ne? Dann geht jetzt aber hier auch gar nichts mehr down. Haben sie das da hinten erwischt? Ja, okay. Wollte gerade schauen, ob ich da noch mehr rauslauf. Ist geschrieben, dass ich sie zurückpull, dass die LOSen sollen. Okay, mein Desorientieren ist jetzt auch raus. Ah, der Shami hat gestunt und ich habe... Jetzt kam das aus zwei verschiedenen Richtungen, da war jetzt nichts mehr machbar. Da habe ich leider nichts mehr zum Unterbrechen. Und solche Drecksviecher echt. Kommen die jetzt mal? Nö, die haben, glaube ich, nicht so viel Lust, da mitzukommen. Das habe ich jetzt Inka ready. Der Große kam jetzt nicht mit, ne? Naja, eigentlich wäre Inka fürs letzte Team besser gewesen, wenn wir ehrlich sind, aber gut. Also ich kann das runternehmen, den Debuff. Was haben wir denn? Einen Toten. Ja gut, das geht. Nehmen wir das wieder runter. Ich spare mir jetzt meine Baumrinde mal auf. Wahrscheinlich hätte ich sie hier einmal ziehen können, aber ich hätte gerne im Pull die Baumrinde, dass wir schon mal clean reingehen können in den Fight. Ja, hier ist die Feuerfläche, da muss ich raus. Alter. Da hat schon Damage raus. Jetzt tun wir meine Wall. Okay, ich wollte sie gerade knocken, der hat sie interrupted alle. Haben wir einen Stun. Ich kann sie mal alle einmal knocken noch. Versucht das halt immer rechts, links an die Wand abzulegen, ne? Immer ein bisschen hin und her moven. Ich hoffe, die spielen den Dings jetzt clean, ne? Den Fight. Wo ist der Hexer? Ja, hier geht die Tür zu. Ist der jetzt drin? Oder ich bin mir nicht sicher, ob da die Tür zugeht. Der Hexer steht da hinten. Brudi? Komm lieber... Also ich bin mir echt nicht sicher, ne? Ob das hier nicht Feierabend ist. Weil also er schießt so Schrapnell-Dingern. Natürlich, normalerweise, wenn ich weiter verteilst, ist besser. Ich habe echt gerade ein bisschen Schiss, dass wir dann mit einem weniger spielen müssen. Aber ich weiß halt nicht, ne, wie es hier mit der Tür aussieht.
Hier hast du halt so einen extrem engen Raum und der schmeißt immer auf einem so ein bisschen Granaten, ne? Und dann wird's nervig. Also ich habe jetzt 20% mehr Tempo, was halt schon nice ist. Ich bin mir halt immer überlegen, ob es nicht sinniger ist, mit Dings zu spielen, mit Versa. Weil ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 23% Versa. Du hast auf dem Set hast du kaum Versa drauf, das muss ich anlegen. Und dann habe ich halt ein paar andere Teile, wo auch kaum Versa drauf ist, was halt schon echt richtig ätzend ist. Okay, Inka. Alter, also die machen die Orbs teilweise richtig schnell. Ich weiß nicht, wer das von denen macht. Wahrscheinlich der DK oder vielleicht hat der Hexer ein Pet-Makro. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ich versuche jetzt mal die Inka noch einen Ticken zu sparen. Beim nächsten großen Pack hau ich sie dann mal rein. Oder komm, ich hau sie jetzt rein, scheiß drauf. Jetzt haben wir einige Mobs da. Und hier mal einmal. Okay, es war doch ein Fail. Jetzt sind keine Mobs da und ich habe die Inka raus. Fuck, hier ist alles Feuer, Feuer. Der DK ist in die andere Kanone rein. Hätte ich die Mobs da mal hingezogen. Aber es waren, glaube ich, zwei Leute in der jeweils einer Kanone. Was macht der eine da hinten? Das Problem ist, wenn der Aggro zieht, ich kriege die Mobs nicht von ihm weg, weil das alles LOS, da muss ich komplett da hinten reinlaufen. Ich hasse das, wenn da hinten, wenn dann die halbe Gruppe hier rumläuft und die andere Hälfte irgendwo anders. Ich krieg so aufs Maul gerade. Ich hab halt auch nicht mehr sonderlich viel. Hier hätten wir noch ein paar so Bombenhanswursten. Ich glaube, die könnten wir schon noch benutzen gegen den Boss. Aber ich nehme die mal nicht aus. Letztes Mal habe ich eine Bombe aufgenommen. Bin an die Kanone nur hingelaufen, hab sie nicht angeklickt und wurde in die Kanone reingesetzt und in eine Normalgestalt und einfach getötet. Deswegen, ich klicke so ein Zeug jetzt nicht mehr an. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, sage ich ganz ehrlich. Dass sie lieber einfach die DDs machen und gut ist. Okay, jetzt kommt halt der schwierige Boss. I don't know. Das wird jetzt ein bisschen ätzend. Müssen wir halt jetzt vorsichtig zurückpullen. Das hier ist so dreckig. Vor allem wenn, ich glaube letzte Woche oder was das war, war noch blutig hier. Und es war einfach nur ein Desaster. Es war ein Desaster vom Herrn. So ein Desaster habe ich noch nie gesehen. Stehen wir in der Blitzefläche drin? Ja, ne? Das Problem ist, teilweise kommt das Feuer bis hierher. Dann kannst du da auch nicht vernünftig ausweichen. Dann ist egal, wo du stehst, stehst du in der Schitte drin. Das ist richtig ein Rotz. Ich pull jetzt hier mal vorsichtig. Weil die baust dann ja auch, ne? Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Okay, den kann ich noch mitpullen. Das müsste gehen.
Fuck, dass der geedit ist, ist jetzt eher... Ah, fuck, da war eine Sleepfläche. Und der Heiler. In der Blitzfläche war noch eine Sleepfläche und ich hab's nicht gesehen. Heiler und Ding ist auch tot. Ein Heiler retzen? Fuck. DK hat nochmal Mobs geedit. Muss ein Heiler retzen. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz, weil mehr geedit ist. Müssen wir mal alles positiv sehen. Ich hasse es aber hier am Ende bei Grimrail. Irgendwer edit immer was. Ewig viele Flächen. Ich habe jetzt aber die Sleep-Fläche habe ich eben auch nicht gesehen. Da waren alle Mobs drauf gestanden, die Blitzefläche und dann kam der Sleep dran. Ich hatte zum Glück ein großes Schild über Inka, ne? Deswegen bin ich da jetzt nicht gerippt. Der DK ist auf jeden Fall gerippt. Weiß nicht, ob der auch in die Flächen reingekommen ist. Und was der Heiler gerippt ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber auch irgendwas. Okay, das sind alles kleine, ne? Die können wir alle jetzt so umhauen. Das sollte kein Stress sein. Weiß halt nicht, ob... Meistens ist es so, dass Non-Elite untereinander bolstern und Elite untereinander, ne? Dass meistens Non-Elite keine Elite bolstern, aber man weiß ja nicht, dass... Weil dann hätten wir die theoretisch noch nebenbei wegleaven können, aber... Bei den neuen Innis bin ich mir noch nicht so sicher, was da miteinander boostert. Lol. Ich hab volle Wut, jetzt muss ich meine Wut, opfern. Weil der gestorben ist, das kannst du mir doch nicht, Wie ist denn der jetzt gerippt? Einfach von dem normalen Breath oder was? Ich hatte wieder keinen Wut mehr. Okay, auf geht's. Die wollten jetzt halt BL und Pull machen. Ich habe halt noch auf alles Cooldown, was ein bisschen schade ist. Schauen wir mal, ob die Leute das mit den Traps hinkriegen. Ne, der eine wird schon mal getrappt. Kommt der Speer. Wir müssen ein bisschen von der Trap weg. Also mir wird denn... Okay, du... Also das siehst du jetzt deutlich besser. Mir wird gesagt, dass man als Tank theoretisch die Dinger auslösen kann. Das Problem ist, wenn ich halt neben den Melees stehe, werden die teilweise mitgefreezed. Fuck, ich bin jetzt noch eingewollt. Ah, ich weiß halt nicht, ob ich sie auslösen soll. Weißt du, dann kannst du sie nämlich wegräumen, die Traps. Aber die, wenn die halt auslöst, das tut halt da eh trappen. Das ist halt das Problem. Wo schießt du denn hin? Okay, dahinter. Also die Einschlagsorte siehst du jetzt halt deutlich besser, ne? Das hat Blizzard schon gut gemacht. Fuck, der Heiler ist durch irgendwas gerippt. Er ist geankt. Er ist wieder gestorben. Wollte gerade Wut poolen, um ihn zu retzen. Ich löse keine Traps mehr aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen Dings, die wegzuräumen. Hinten in die Ecke. Und glaube ich den DK verloren, der Schaden macht. Fuck. Jetzt ist halt fast alles vollgerotzt. Mist, ich habe meinen Pot nicht mit meiner Inka gezogen.
Heiler seid schon wieder gestorben. Wie oft ist der jetzt gerippt? Dreimal in einem Fight? Ich hab halt jetzt nichts mehr. Ja super, wie sollen wir da jetzt rauskommen? Ja, bald Inka wieder. Wo ist denn jetzt noch frei? Da hinten. Rette ich unseren Ki oder rette ich ihn nicht? Alter, ich hatte Inka wieder. Ich bin so eine Maschine. Ich sag's euch. Ich hab den allein noch gekillt. Holy Macaroli. Holy Macaroli. Ich sag's euch. 3 Minuten hatten wir noch. Ohne Inka, never ever. Der Heiler ist einfach 3-mal gerippt in dem Kampf. Das kann ich mir nicht erzählen. Ich krieg natürlich wieder keinen Loot. Also ohne Inka wäre ich tot gewesen. Das war so lucky, dass ich Inka wieder hatte. Damit kann ich dann einfach 30 Sekunden nur mal easy aushalten alleine. Aber du gesehen, die ganze Plattform war einfach voll. So, jetzt fehlt mir nicht mehr viel an Keys. Jetzt wollen noch die beiden Karasan und oberes Mechagon. Und dann habe ich meine Achievements. Meine Achievements. Gut, gut, gut. Ja, war ein schöner Run. Hat mich gefreut.